Im Jahr 2000 kam die dritte Generation des kleinen Mercedes auf den Markt, der in den 80ern als 190e startete. Mercedes hat zwischendurch zwar noch kleinere Fahrzeuge auf den Weg gebracht. Die C-Klasse ist allerdings immer noch das Einstiegsmodell als klassische Limousine oder Kombi mit Hinterradantrieb und längs eingebautem Motor. Das Ziel war weiterhin Verkäufe in dem vom 3er BMW dominierten Segment zu erzielen, wobei er es als Produkt der Daimler-Chrysler-Zeit nicht ganz einfach hatte. In diesem kleinen Voice-Over-Review erzähle ich euch, wie er sich dabei geschlagen hat. Also nochmal kurz chronologisch. 2000 kam die Limousine W203 und das Sportcoupé CL203 auf den Markt. 2001 folgte der Kombi S203. 2004 kam die große Modellpflege. Bis 2007 wurde die C-Klasse als Limousine und Kombi gebaut, das Sportcoupé noch eine ganze Weile weiter. Dabei hatte er insbesondere mit dem BMW E46, später dem E90 und Audis A4 als B6 und B7 zu kämpfen. Zusätzlich gab es auf Basis des 203 dann noch den CLK der Baureihe 209 als Coupé und Cabrio, die preislich allerdings in Richtung der E-Klasse positioniert waren. So hatte man bei Mercedes sogar gleich die Auswahl zwischen zwei Coupés in fast der gleichen Klasse mit verwandter Technik. Der hier gezeigte W203 ist Modell Rentner. Eine C180 Limousine mit Automatikgetriebe in Silber außen auf Grau innen mit Holzapplikationen in der Ausstattungslinie Classic. Außer der Automatik sind nicht viele Features an Bord, dafür ist allerdings in einem sehr guten Zustand mit unter 100.000 km Laufleistung zum Zeitpunkt des Videodrehs. Der Anfang der 2000er Jahre brachte bei Autos vor allem drei große Fortschritte. Starke Verbesserungen der Sicherheit durch aktive und passive Sicherheitsfeatures, deutlich mehr, insbesondere elektronische Komfortfunktionen und generell bessere Fahrleistungen und Fahreigenschaften. So auch beim 203. Dieser hatte besonders bei der Sicherheit nochmal immens im Verhältnis zum Vorgänger und auch zur Konkurrenz zugelegt. ESP war beim 203 serienmäßig, dazu wurde der Schutz im Crashfall zu seinem Vorgänger deutlich verbessert. Damit war er Klassenbester in der Sicherheit. Auch bei den Komfortfunktionen gab es einige Verbesserungen, bereits serienmäßig gute Ausstattungen, wie zum Beispiel Tempomat und Multifunktionslenkrad. Weitere Neuerungen im Vergleich zum Vorgänger waren das Navi, auch als Breitbild, Regensensor, Xenonlicht, Parksensoren und natürlich noch weitere. Das Platzangebot in der C-Klasse lag im Klassendurchschnitt. Die Autos der gleichen Klasse sind immer bis auf wenige Millimeter gleich groß. Die C-Klasse ist dabei eher schmaler als die Mitbewerber. Wie üblich hat sie gefühlt etwas mehr Platz im Innenraum als der 3er, besonders im Vergleich zum E46, aber weniger als Audis frontangetriebener A4. Der E90 3er und Audis B7 A4, die während der Bauzeit des 203 auf den Markt kamen, waren beide dann deutlich größer als die C-Klasse. Der Kofferraum der C-Klasse ist verhältnismäßig geräumig, aber nicht sehr praktisch geformt und relativ flach wie bei hinterradgetriebenen Fahrzeugen üblich. Die hintere Sitzbank ist für durchschnittliche Erwachsene erträglich, aber ohne Reserven. Im Innenraum sind noch die zahlreichen Ablagemöglichkeiten zu erwähnen, vor allem das Handschuhfach ist sehr geräumig. In der Mittelkonsole lassen sich auch größere Getränke unterbringen, eine umklappbare Rücksitzbank gehörte allerdings nicht zur Serienausstattung. Das kann den Nutzwert schmälern. Die Bedienung ist hinreichend intuitiv, mit den üblichen Mercedes-Eigenheiten wie der Fußfeststellbremse und dem kombinierten Blinker-Wischerhebel links hinter dem Lenkrad. Der Rest des Innenraums ist auf Gemütlichkeit getrimmt. Dieser hier ist eine C-Klasse Vormodellpflege, daher hat er auch noch den großen zentralen Tacho. Drehzahl und Tankfüllstand nehmen daneben eine kleinere Rolle ein. Durch den sehr umfangreichen Bordcomputer klickt man sich mit den vier Tasten links auf dem Lenkrad. Für alle Fahrzeugfunktionen gibt es wie beim Vorgänger noch die zusätzliche Knöpfchenreihe über dem Klima- oder Radiobedienung. Teil. Der Rest ist soweit selbsterklärend. Das liegt allerdings auch daran, dass die C-Klasse sich noch nicht mit so vielen Features wie die größeren Modelle von Mercedes von damals ausstatten ließ. Intuitive Bedienkonzepte waren nicht unbedingt die Stärke von Mercedes zu der damaligen Zeit. Die C-Klasse ist allerdings auch mit guter Ausstattung und großem Navi noch hinreichend einfach und intuitiv zu bedienen. Haltbarkeit ist ebenfalls ein interessantes Thema. Der 203 war ein Produkt der Daimler-Chrysler-Zeit. Von Ende 98 bis 2007 waren Chrysler und Daimler ein Konzern, was in den Autos der entsprechenden Zeit auch nicht ganz spurlos vorbeigegangen ist. Mercedes hatte damals Qualitätsprobleme. Diese wurden allerdings meistens auch in der Anfangszeit behoben. Gerade die Facelift-Modelle der jeweiligen Fahrzeuge waren dann von Werk aus wieder zuverlässiger. Die Elektronik, die damals in großen Schritten Einzug in den Autos erhalten hat, hat aber sowieso jedem Hersteller zu schaffen gemacht. Das kann bei alten W203s auch mal zum Problem werden. Im Großen und Ganzen sind die Fahrzeuge allerdings solide. Ihr größtes Problem
Rost. Es scheint damals größere Schwankungen in der Qualität der Lackierung und des verwendeten Stahls gegeben zu haben. Das hat bei manchen Modellen dazu geführt, dass an den unmöglichsten Stellen, teilweise mitten auf einem Blechteil, wie der Tür oder insbesondere natürlich an den Kanten von Schwellen, Kotflügel, Türfalzen, Heckdeckel und eigentlich überall, wo ein Bauteil aufgehört hat, fröhlich gerostet wurde. Man kann aber auch Glück haben und ein Exemplar erhalten, das dieses Problem nicht hat. Diese 203 hier im Video ist zum Beispiel nahezu rostfrei. Es hat also nicht jeden 203 bzw. jedes damalige Mercedes-Fahrzeug getroffen. Auch das muss wohl in die Kategorie Qualitätsschwankungen verbucht werden. Die Verarbeitung im Innenraum ist gut, es wurden recht viele weiche Kunststoffe verbaut, die allerdings auch problematisch werden konnten, wie der gummierte Drehregler des Radios. Die Knöpfe dagegen waren größtenteils nicht mit Softlack versehen, wie bei manchen Konkurrenzherstellern und dementsprechend deutlich langlebiger. Und damit zum letzten und wichtigsten Thema, das Fahren. Mercedes stand vor allem noch Anfang der 2000er Jahre für entspanntes Reisen, weil der kleine Mercedes diese Tugend nie so ganz ausleben durfte. Er hat ein Problem und das ist der Hauptkonkurrent 3er BMW, der für seine Sportlichkeit bekannt und gefeiert ist und da durfte auch die C-Klasse nicht ganz abgeschlagen sein. Die C-Klasse ist also auf jeden Fall das komfortabelste Auto ihrer Klasse, allerdings auch bei weitem nicht auf dem Niveau der damaligen E-Klasse und das in vielerlei Hinsicht. Die E-Klasse hat die typischen Mercedes-Komforteigenschaften noch einmal anders ausleben dürfen. Die C-Klasse lässt noch etwas mehr Feedback aus Fahrwerk und Lenkung an den Fahrer weiter und fühlt sich dabei nicht so behäbig an wie die E-Klasse. Es ist allerdings auch noch ein deutlich leichteres und kleineres Auto. Dynamik kann sie also besser als der große Bruder. Trotzdem versucht die C-Klasse den Fahrer nicht zu sehr zu sportlicher Fahrweise zu animieren, wie zum Beispiel der 3er BMW. Die Lenkung ist dabei aber sogar ähnlich direkt wie die Konkurrenz. Sie hat mit 15,5:1 die gleiche Übersetzung wie der E46 und ist sogar direkter als ein Audi A4. Allerdings ist sie auch relativ weich. Das Fahrwerk gibt Stöße und Rückmeldung der Fahrbahn eher gedämpft ans Lenkrad weiter, was dem Komfort natürlich zugute kommt. Gas und Bremse sind Mercedes üblich ebenfalls eher indirekt ausgelegt. Man muss die Pedale also schon ein paar Millimeter bewegen, um das Fahrzeug zu bewegen. Die Antriebstechnik der C-Klasse gibt dabei eine sehr weite Bandbreite her. Das C350 Sport Coupé hat mich zum Beispiel mit seiner Sportlichkeit fast überrascht. Mit 272 PS, der 7-Gang Automatik und keinem optischen Merkmal, das auf Leistung hinweist, ist das Auto für mich ein echter Sleeper. Ebenso wie auch der damalige C209 CLK 500, der mit nichts darauf hinweist, dass er einen potenten V8 mit sich rumträgt. Auch ist Mercedes mit einem Diesel-AMG hier richtig mutige Wege gegangen. Sportliche Diesel kamen zu der Zeit erst so langsam ins Rollen. Dabei hat der 5-Zylinder Turbodiesel mit 3 Litern Hubraum die gleiche Leistung wie bei der Konkurrenz, die Top-Motorisierung unterhalb des M3, der 330i, nämlich 231 PS. Auch im 203 gab es als AMG einen V8, der allerdings ohne hohe Drehzahlen kaum mehr Leistung generiert hat als BMWs deutlich kleinere Reihen 6-Zylinder im M3. Aber um die Sportversion soll es hier nicht weiter gehen. Der C180 Kompressor bringt das Auto mit seinen 143 PS angemessen in Fahrt. Dabei mag ich das Kompressorkonzept von Mercedes von damals sehr gerne. Den Vierzylindern ohne Aufladung, zum Beispiel auch denen von BMW, waren diese Motoren in der Leistungsabgabe meiner Meinung nach überlegen. Ich finde, sie können sogar mit den Turbomotoren des A4 mithalten. Mercedes hat den Kompressor sehr gut abgestimmt. Viel Kompressorsound hört man leider nicht, aber dafür fühlt sich der 1.8er Motor einfach größer an, als er tatsächlich ist. Und das bei einem absolut linearen und direkten Ansprechverhalten. Mercedes sagt, dass sie mit dem Kompressor sogar Sprit sparen, weil man bei gleicher Leistung einen Motor mit kleinerem Hubraum einsetzen und dessen Effizienz besser ausnutzen konnte. Man hat also hier Downsizing mit Kompressor betrieben. Das Konzept hat sich zwar auf Dauer nicht durchgesetzt, aber in dem Auto funktioniert es wirklich gut. Dazu passend hat Mercedes immer richtig gute Automatikgetriebe. Das 5-Gang-Getriebe ist zwar nicht besonders schnell, dafür aber sehr sanft. Von den Schaltvorgängen bekommt man nicht viel mit. Es gibt zwei Einstellungen, W für Winter, dann wird im zweiten Gang angefahren und früher geschaltet und S für Standard oder Sommer. Dabei liegen die Schaltpunkte etwas höher. Man kann auch am Wahlhebel selbst schalten, am besten lässt man das Getriebe aber einfach machen, das kann es nämlich schon sehr gut. Und sogar bei leichtem Gasfuß relativ sparsam. Mit dem Gasfuß kann man das Getriebe als geübter Automatikfahrer auch gut in die gewünschten Gänge dirigieren.
Zusammenfassend ist der 203 Komfortbester seiner Klasse. Beim Komfort legt aber der große Bruder E-Klasse nochmal eine große Schippe drauf. Wer also das volle Mercedes-Gefühl haben möchte, sollte doch zur E-Klasse greifen, der allerdings auch teurer in Wartung und Unterhalt ist. Das Fazit fällt diesmal sehr kurz aus. Alles in allem ist der 203 ein eher unspektakuläres Auto. Es ist zumindest als 180 Kompressor nicht unbedingt ein Auto, welches bei mir Emotionen weckt. Es ist eine sehr gute Mittelklasse-Limousine, die natürlich auch heute noch im Alltag eine gute Figur macht. Nicht mehr und nicht weniger. Zwar kommt er an den Komfort der nächsthöheren Klasse wie 5er BMW und E-Klasse nicht heran, aber das ist auch nicht sein Ziel. In seiner Klasse ist er das entspannteste Fahrzeug und kann für die meisten Fahrer immer noch mehr als genug Dynamik. Gilt zum Schluss noch die Frage zu beantworten, wie gut er sich gegen seine Konkurrenz durchgesetzt hat. In 7 Jahren Produktionszeit wurden insgesamt knapp 1,9 Millionen C-Klassen als Limo und Kombi gebaut. BMWs E46 schaffte es in 7 Jahren mit diesen beiden Karosserievarianten etwas über die 2 Millionen. Die C-Klasse konnte also doch viele Käufer für sich begeistern. Zu Recht.